Will ich zumindest hoffen. Da war bisher noch nicht das beste Glück bewiesen mit den Rerolls hier. Oh Gott. God damn. Der Raum ist jetzt gerade so ein bisschen Pest für mich. Ehrlich gesagt hier, wie man unschwer erkennen kann. Weil ich es nämlich nicht vermeiden kann, da gerade Damage zu nehmen. Außer wenn Brother Bobby die Fliegen kaputt macht. Ja. Töte sie, Brother Bobby. Komm schon. Oh nein, er hat meinen Schuss delayed abgefeuert. Verdammt. Vielleicht muss ich einfach beide auf Isaac einen Prozess zuweisen. Also einen Kern zuweisen, einzeln. Vielleicht leckt es dann nicht mehr so, weil er nimmt meine Tastaturanfrage, wenn ich gedrückt halte, nimmt er die manchmal noch mit in den nächsten Raum mit, obwohl ich schon längst losgelassen habe. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Und das ist... Tears up! Yes! Macht sich fast nicht bemerkbar, ich bin überrascht. Oh, endlich, so muss das sein. Und den Reroll habe ich wieder mit dabei, das heißt, wir werden wieder rerollen. Komm schon. Und? Das gibt's nicht, oder? Das gibt es nicht. Wir sind also jetzt von Epac auf Brimstone auf Mom's Knife. Es fehlt nur noch Dr. Fiedes, dann haben wir alle Schlüssel-Items im Spiel. Aber Dr. Fiedes ist scheiße, weil es zu einfach ist. Aber ich nehme das Messer mit. Warum? Weil ich total verrückt bin in diesem Run. Und ich endlich wieder vernünftig angreifen kann. Ich hätte ja einfach niemals gedacht, dass mir Brimstone so in die Quere kommt. Leute, das ist jetzt gerade ein kleiner Segen, den wir haben, dass wir das Ding jetzt hier besitzen. Und ein kleiner Segen ist eigentlich viel zu untertrieben, ehrlich gesagt. 33 Damage ist für das Messer. Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil ich habe die Damage-Zahl in meinem Leben noch nie gesehen. Das werde ich erst im Laufe meiner Spielekarriere rausfinden. Oho. Ja, ich sehe übrigens meinen Fehler jetzt gerade, weil das war jetzt relativ sinnlos. Aber nein, ich habe genug Bombe. Greed. Bad Greed. I hate you. Oh, danke für das ganze Geld. Rar. Und? Rar. Ich will vielleicht doch etwas zu energisch das Herz zu holen. Gehen wir nach unten. Angel, it's Gott, 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 nein, böser Angel. Danke für den Key, danke für die Spikes. Spikes, nicht Spikes. Und Diddish. So, jetzt möchte ich mal was versuchen, was ich heute in dem Video gesehen habe. Man kann durch Spikes laufen. Man muss sich aber anscheinend sehr gut platzieren dafür. Man kann nämlich... Anscheinend war man in die richtige Position. Man kann nämlich hier rüberlaufen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und zumindest ich kann es noch nicht. Vielleicht geht das auch nur so, aber ich will es jetzt nicht nochmal versuchen. Das versuche ich eher, wenn ich dann später nochmal die Chance so haben sollte. Legitim und nicht einfach nur aus Fun. Oh goddammit! Komm schon. Wollen doch nur Freunde sein. Ich wette, hier geht's zum Bossraum. Da oben ist bestimmt nur Fake. Oh Gott. Oh Gott, die sind gestorben, weil sie reingesprungen sind. Danke. Danke, Spiel. Und wir haben rechts, glaube ich, den Secret Room. Jetzt so rechts. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Böse. Oho, ist einfach reingelaufen. Wie schön, dass ich genug Damage dafür mache. Aber wir haben auch schon, glaube ich, eine ganz gute Menge an Damage-Upgrades bekommen bisher. Okay, Doki. Ja, ich habe ja den Schlüsseldings da. Ich kann einfach reinlaufen hier. Okay, Boss ist... Ach, Mom, wir sind bei Mom schon. Einfach stehen bleiben. Komm, spawn den Scheiß. Tot? So, komm schon nochmal. Einmal noch, Mom, bitte. Schmutter. So. Moms Coin Purse für Pillen. Ich glaube, das nehme ich eben. Ich könnte mit Pillen Glück haben. Vermutlich. Oder auch nicht. Eigentlich, ich glaube ja nicht, aber... Who knows? Oh, der Small Walk. Yes, Damage Upgrade. Haha. Erstmal Polar und Curved Horn.
Reroll ich die Coin Purse für ein Health Upgrade? Ich habe nur einfach so, wenn das Mist wird, das habe ich Mist gebaut. Aber die Coin Purse sind 4 Pillen, mit denen ich auch Glück haben könnte, mit Health Up Pillen. Na komm, ich nehme die. Das war Range Down. Und das zweimal. Das ist Telepilz. Ja, danke für den sinnfreien Teleport. Ja, ihr könnt euch schon vorstellen, wie ich hart ich es jetzt gerade so ein bisschen bereue, dass ich das jetzt gemacht habe. Und Speed Up. Ja, was ich jetzt auch irgendwie überhaupt nicht mehr brauche. Aber ich habe so eine schöne Farbe angenommen gerade. Haha. Let's go. Utero. Das gefällt mir. Das ist wie Musik in meinen Ohren. So. Der Raum war unerwartet einfach. Ich glaube, ich habe den richtigen Weg gewählt, habe ich das Gefühl. So, klick, klick. Zwei Bomben, okay. Und ich habe wohl doch nicht den richtigen Weg gewählt. Aber wir haben eine schöne Geschwindigkeit. Ich mag das, wie gesagt. Andere Leute regen sich darüber auf. Ich liebe Geschwindigkeit. Ich kann es einfach besser ausreichen, wenn ich hektisch am Machen bin. Dann geht das besser, als wenn ich irgendwie am Überlegen bin und denke so, ich könnte da jetzt ausweichen oder da ausweichen. Wenn ich hektisch am Rennen bin, dann weiß ich einfach so, ich renne einfach. Und wenn ich renne, dann funktioniert das schon irgendwie. Das funktioniert zu 10% aller Fälle. Das andere nur zu 5. Dementsprechend. Oh, nochmal so ein Raum. Ätzend. Da. Come on, bro. Come on, bro. Hit me twice, hit me once, and I come to kill you, bitch. Was ein geiler Reim, oder? Ich bin verwirrt. Ich vermisse den Bossraum so ein bisschen. Den Weg dahin so ein bisschen, meine ich. Geht's rechts doch weiter und dann ganz blöd um die Kurve, oder wie? Ich meine, wir gehen jetzt hier gerade nach oben. Das ist so ein bisschen falsch. Habe ich so schon fast das Gefühl. Oder? Na, wir gehen jetzt mal nach rechts. Da kann ja noch was kommen. Meine Masse muss ich jetzt gerade gar nicht aufladen. Das geht ja schon so. Stell euch vor, ich wäre hier noch mit Brimstone. Ich glaube, ich wäre hier noch um einiges härter am Sterben jetzt gerade. Ich meine, jetzt sieht es ja ganz okay aus vom Leben her und so weiter. Aber gerade war es ja schon wirklich schrecklich. Boah, Brother Bobby, das war knapp. Zum Fliegen. Okay, das könnte noch nützlich werden. In Situationen vielleicht. Und der Husk, ich meine, der... Wie auch immer du heißt, ich wollte gerade sagen, Swallow, aber nee, ich glaube nicht. Da, da. Down und down, so geht das. Haufenweise Münzen, die wir nicht mehr benötigen, irgendwie. Ich könnte noch versuchen, gleich irgendwie noch, hier müsste irgendwo ein... Ja, wir haben, glaube ich, oben ja einen Automaten, nee, könnte ich noch rangehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mache, weil... Wir waren es ja schon, nähert sich ja schon größtenteils dem Ende. Ich habe nicht die besten Items, ich habe ganz okay Items. Ich glaube, ich mache hier diesmal keine Slot Machine Dings da. Bums da. Das würde es jetzt einfach zu sehr in die Länge ziehen. Ein Run, der im Grunde schon besiegelt ist, dass ich ihn schaffen werde. Ich meine, guck mal, wie weit wir sind. Und bäh. Okay, fail. Aber die Bombe ist noch da. Ja, ist noch da. Okay. Okay. Hm. Komm schon, rutsch da raus. Oh Gott, das war... Das war nah an der Grenze, würde ich sagen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass hier jetzt, dass dieser Weg zum Boss führt. Ich hätte eher gedacht, dass der eine Weg da oben dahin führt. Wie gesagt. Naja, auch ich kann nicht mehr erinnern. Das Herz brauche ich nicht. Wir gehen jetzt direkt zum Boss. Oh, Daddy Longlegs. Den habe ich jetzt einmal als Boss gehabt in meinem Leben. Und da ist er schon da. Und ein Satansraum auf... dieser Stufe noch. Gehen wir erstmal kurz in den Satansraum. Die Paw, aber wir haben gar kein anderes Guppy-Item, also dementsprechend scheiße. Der Pageant Boy gibt uns nur Geld. Ich glaube, ich werde den Pageant Boy rerollen. Und wenn ich oben eine Chance auf den Pack gehabt hätte, aber das wäre mir wegen der Herzanzahl zu riskant gewesen. Und wir haben hier die Box, die kann auch noch was Schönes enthalten. Das. Wir haben hier welche Karte? Emperor bringt mich zum Boss, glaube ich. Noch, probieren wir es aus. Ja, bringt mich zum Boss. Okay. Die Pille. Tears Up Pille. Oh, danke schön, Spiel. Auch wenn ich es jetzt nicht mehr brauche. Die Hand war für das mehr rote Kisten spawnen, was jetzt relativ sinnlos ist. In dem beiden Fortschritt, den wir jetzt haben in dem Spiel momentan.
Okay, wir haben hier einen Greed-Boss. Den könnte ich farmen. Bomben habe ich ja. Ich habe auch die D6. Ich glaube, ich werde ein bisschen Greed farmen, wenn das klappen sollte. Ja, allerdings nicht der Profi drin, dementsprechend entschuldige ich mich dann bitte. So, Greed. Greed. Erstmal muss Greed seine Gegner spawnen. Danach kann ich mir zeigen, wie das Greed farmen geht. Da kam schon Greed. Spawn deine kleinen zwei kleinen Dinger. Jetzt musst du den kaputt schlagen. Einmal kein Item gedroppt. Das ist nämlich das Ziel, worauf wir jetzt gerade aufspielen. Wir wollen, dass er ein Item droppt. Dieses Item... Ach, scheiß doch. Fick dich, Brother Bobby. Das Item ist im Normalfall der Steam Sale oder der 25 Cent Münzen-Dings da. Vorteil ist halt, wenn wir nämlich seine zwei Kameraden nicht töten, spawnt Greed erneut. Ah. Allerdings fade ich jetzt gerade auf voller Linie. Greed, spawnst du mal eben kurz deine Kollegen? Danke. Die Kollegen, die ich unbedingt wollte, aber... So, kein Item gedroppt, schade. Wieder rein. Ich weiß nicht, was du bist, Greed. Und Chuchu. Spawnst du bitte nun? Ich kann nicht den ganzen Tag warten hier, yo. Komm, spawn deine zwei kleinen Spastis. Danke. Ah. So. Hoho! Zwei Dimes. Respekt dafür, aber nicht das, was wir benötigen. Wir brauchen den Steam Sale. Ich brauche ein Item zum Rerollen. Komm schon. Sei aber nicht so geizig, du Spasti. Ah, Tutor! Ich muss wirklich was ändern mit der Tastatur und so weiter. Das ist echt ein Problem, den Delayed, dass er manchmal dann die Taste weitermacht. Das ist total... Ja, Bullshit. Oh, das war... Ah, jetzt droppt er den Stale. Verdammt nochmal, jetzt ist er tot. Okay. Und noch eine Bombe, um reinzukommen. Das heißt, wir können nicht einmal reholen. Mindestens einmal. Wir gehen nach rechts. Dort mit der Boss an, ich hab das Gefühl. Tot. Aber nächstes Mal bin ich besser vorbereitet. Beim nächsten Mal werde ich wohl vielleicht auch wieder mit Controller spielen. Vielleicht liegt's daran. Könnte auch sein. Allerdings dachte ich mir, mit Tastatur bin ich einfach genauer. Ich weiß einfach genau, wo ich hinlaufe. Das ist nämlich der Vorteil für mich hier. Naja, whatever. Whatever, ever, ever. Wir machen das Ding jetzt wieder auf und reholen den Steam Sale in was Tolles, bitte. Nämlich in ein One-Up. Normalerweise nicht ein Item, was man eigentlich mitnehmen sollte, aber ich nehme es jetzt mit, weil ich... Ja, ich bin etwas unsicher, möchte ich doch schon fast sagen. Okay, down. Ist down und... Komm, Brother Bobby, schaffst es, Brother Bobby. Da okay, dann nicht. Fisch hat nicht. Komm, putzi. So, okay. Eigentlich wollte ich mit dem Messer drin, aber ich bin irgendwie zu blöd dafür. Okay, eins, zwei. So. Und wir gehen zum Boss jetzt so langsam. Wir neigen uns dem Ende des Runs so langsam, aber sicher. So, wollte noch schießen, der Schwasti. So, geht's auch. Aufladen und wir haben wieder so ein Schwasti. Geh mir nicht auf die Nerven, Junge. Ach. Ich möchte kurz nach dem Halo gambeln. Gib mir ein Halo, Kollege. Das sind auch schön, ich möchte aber ein Halo haben. Gib mir den Halo! Da! Trollbombe! Du blöder Automat! Ich fass es nicht. Oh, so laut. Okay, danke. Das ist eine normale Fliege, die möchte ich nicht. Das Soda hätte ich übrigens nicht aufnehmen sollen. Oh, eine Health Down Pille. Oh, ja, die will ich unbedingt haben. Könnt ihr euch ja vorstellen, ne? Ich wünsche dir das blaue Herz nicht aufnehmen. Oh, die Pretty Fly. Okay, eine geht noch. Das geht in der Halo. Komm schon. Eine Pretty Fly noch. Ich möchte nämlich gerne gegen Isaac und so weiter geschützt sein. Dankespiel. Ja, einmal noch zum Trost. Eine Münze, die wir reingeschickt haben. Okay.
Wir haben gar keine Bomben mehr. Ich brauche mal auch ein, zwei Bomben brauche ich noch eben. Das ist dann doch schon irgendwo wichtig, dass man ein paar Bomben dabei hat. Allgemein. Komm schon. Gib mir Bomben, du Scheißding. Ich will nur ein, zwei haben. Goddammit, Bro. Da ist eine Bombe. Okay. Gibst du sie mir auch? Nein, er gibt sie mir nicht. Eigentlich wollte ich nicht gamblen, aber ich will nur eben eine Bombe haben. Man braucht immer Bomben, deswegen. Das stimmt, ich kann die Automaten jetzt auch nicht sprengen. Was ich normalerweise so in der Situation machen würde. Damn. Okay. Nochmal Pretty Fly. Macht jetzt hier viel Sinn. Oh. Ein Versuch noch. Komm schon. Ich mach noch eben auf hier, logischerweise. So viele Soul Hearts jetzt auf einmal. Und eine Goldpille. Das war aber auch nichts Gutes. Oh mein Gott, zwei Soul Hearts nochmal. Auf einmal änderte sich alles. Range Down Pille. Yes. Absoluter Wunsch. Alles Herz? Ich weiß, ich hätte das effektiver gestalten können wegen der Blood Donation Machine. Allerdings, meh. Ist immer so schon zu spät und verkackt und bla. Aber ich habe ganz viele Soul Hearts. Die helfen mir jetzt gerade extrem. Mehr Soul Hearts. Ich bin schon gar nicht mehr auf Bomben aus. Bin nur auf Soul Hearts aus. Ich gebe doch mehr als ich soll. Sorry. Das packt mich in die Spiele immer, weil. Das auch nicht. Ich habe eine Affinität dazu, obwohl eigentlich nicht. Echt leben finde ich das total dumm. Rückspiel. Aber naja, ist ja nicht meine Geschichte. Außer Las Vegas Rückspiel. Das ist was anderes. Weil Las Vegas ist. Aber ich meine jetzt so Leute, die am Automaten sitzen und ihr gesamtes Monatsgehalt da verzocken, das finde ich dann doch schon immer so ein bisschen. Naja. Sollte man mal sich mal drüber Gedanken machen, warum man das macht. Aber naja, ist ja nicht mein Problem. Zum Glück. Tears up. Dankeschön. Oh, hatte ich die Pille schon? Oh, eine random Pille. Speed down! Oh, goddammit! Das Spiel ist nicht nett, was Pillen angeht, diese Runde. Absolut nicht. Mehr schlechte als gute Pillen, glaube ich. Oder kann das? Ich glaube, das ist immer 3-3, oder? 3 gute, 3 schlechte? Wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Allerdings ist das jetzt auch nur so eben mehr oder weniger dahingesagt. Sommer. Und da hat er die Bombe. Jetzt gib mir die scheiß Bombe, Kollege. Zimmelsner. So, noch 2 Münzen. Oh, danke. Hier ist ab und die letzte Münze wird dann im Automaten vergeudet. Was mich am meisten immer noch überrascht ist, dass ich nicht eine Bombe bekommen habe. Und ich weiß, dass da noch eine Münze liegt, aber auf die scheiße ich jetzt gerade mal. So. Mit ein bisschen mehr Leben kommen wir jetzt wieder ins Game. Ins Game. Das Game! Insider. Hust. Kennt nur ein einziger Mensch unter mir. Außer mir natürlich. So. Wir haben... Ich weiß nicht, wie viel Leben wir haben. Hat einer mitgezählt zufällig? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viel Leben ich jetzt gerade vor dem Marmboss habe. Ich glaube... ich hab jetzt... 3, 4, 5... ja, es sind 12 Leben. Ich glaube, ich habe insgesamt 17, 18... Ich glaube, 18 bis 20 Leben habe ich jetzt, glaube ich, gerade. Das ist relativ... Boah, ja, hier Auge. Ja, ich bin zu blöd, das Auge zu kaputt, ne? Nein. Auf zu... Ja, das ist Fail. So. Nein. Böse Chargies. Keine Würmchen. Warum auch immer Mama Würmchen in ihrem Magen hat. Und übrigens, ich habe die Kommentare natürlich gelesen. Ich habe mich letztens wirklich versprochen gehabt, einfach nur. Weil ich gesagt habe, ich habe es gerade schon wieder Magen gesagt. Ich meine natürlich im unteren Genitalbereich. Also Gebärmutter, bla. Das habe ich natürlich in den Kommentaren gelesen gehabt und dementsprechend, ja, hattet ihr recht. Habe ich mich versprochen. Allerdings, wenn die Mutter schon Würmer in den im Genitalbereich hat, dann hat sie wahrscheinlich auch Würmer woanders. Dementsprechend war die Aussage eigentlich gar nicht so falsch. Das war so bedeckt. Auch wenn es immer noch irgendwie eklig ist. So.
Blaues Herz und wir gehen natürlich in den Himmel. Ein Challenge-Raum. Ja, den mache ich jetzt natürlich, ne? Unten oder oben? Unten oder oben? Das ist jetzt hier schwer rauszufinden. Hier gehen wir nach rechts. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich habe mit mir ein bisschen Probleme. Weil ich irgendwie noch nicht so auf dem Himmel war. Obwohl, ich war eigentlich doch schon auf dem Himmel. Aber irgendwie... ist meine Fehlquote im Himmel immer so ein bisschen sehr hoch. Na komm, ein Putt und alles im Putt. Ja, geht doch. So kenne ich das so. So kenne ich das so. Ich glaube, wir sind richtig. Das sieht schon mal ganz richtig aus, auf jeden Fall. Oho. Ich sehe gerade irgendwie gar nicht, ob ich Damage bekomme. Weil es viel zu schwammig hier. Was tust du? Das. Pille. Health Down Pille. Yes. Unfassbar viele Health Down Pillen ich bekomme. Das hätten alles Health Up Pillen sein können. Stellt euch das mal vor. Und war das die Tears Up Pille? Ja, durchgekommen. Speed Down Pille, okay. Ich musste das mal merken mit den Pillen, welche Pillen welche sind. Also Pro One halt, weil... Er erinnert sich an Pro One immer jeweils, aber trotzdem. Oh, Monstro 2, süß. Ja. Ah, mach doch noch mehr Damage. Eine weiße Pille. Telepilz. Ist mir zu riskant im Moment, ehrlich gesagt. Ich trau mich nicht. Ah. Okay. Ice Egg, ich komme. Okay. Damage ist doch ganz okay, würde ich sagen. Ich meine, wir hauen schon richtig schön Damage raus, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Ich muss kurz die Nase kratzen. So und... So und... So und... Haha, Leute! Vielversprechend, sehr vielversprechend gerade. Ice Axe down. Yes, auf in die Chest, Leute. War doch die beste Idee meines Lebens, da noch zu gamblen vorhin, oder nicht? Okay, das ist, gibt mir Herzen. Scapula! Halbes Leben und ich bekomme wieder ein Leben dazu. Das ist der Trick, damit man den D6 unendlich oft nutzen kann übrigens. Werde ich jetzt aber nicht benutzen, weil zu viele Soul Hearts, zu viel Leben, was ich vergeuden würde. Obwohl, ich habe noch den One-Up, oh mein Gott, habe ich gar nicht gemerkt. Slow Shots brauche ich logischerweise nicht mehr. Und 25 Cent auch nicht. Ja, X-Ray Vision kommt jetzt einen Ticken zu spät. Die Chocolate Milk würde mein Messer nur verlangsamen, soweit ich das weiß. Nach. Nee, nehme ich jetzt nicht mit. Ich sehe hier schon links, dass hier da Greed ist. Ich brauche nur einen Refill, Recharge. War es schon. Das ging schnell, Kollege. Oh, da bist du schon down. Das ist ja lustig. Kleine Bomben. Kein Weg zu mir, okay. Du bist wieder drinne. Hallo und tot und... Sup. Also ich bin sehr erfreut über den Damage, den wir wirklich machen jetzt. Ich habe nicht gewusst, dass das doch so viel ist für die Boss. Ich dachte, wir sind eigentlich relativ slow mit dem Damage von, den wir haben momentan hier mit der Waffe. Und irgendwie, ich sehe gerade gar nicht, wo ich bin und was ich hier tue. Ich sehe gerade einfach nur zwei große, fette Klötze. Das sind ja auch noch die größeren Versionen von dem Gegner, glaube ich, oder? Und natürlich gerade mal ein bisschen mein Tastatur-Delay wieder. Obwohl, er hat jetzt im Laufe des Spiels nachgelassen. Irgendwie. Woran es liegt, ist mir ein Rätsel. Allerdings freut es mich. Down, triff ich nicht. Über einen Waver würde ich mich gleich noch freuen, auch wenn wir schon ziemlich weit im Spiel sind, aber Waver ist immer gut. So, und da geht er drauf. Damit haben wir einen Weevil und zurück zu den Kisten. Wir sind auch auf dem richtigen Weg zum Boss, da gab es ja auch nicht wirklich eine falsche Abzweigung zu wählen. Komm schon, gebt mir was Gutes! Ja, Game Kit, Stundenglas und 10 Bomben. Nein, nicht so das, was ich möchte. Machen zuerst mal den Weg zum Boss frei, notfalls halt, und wir haben, oh Gott, wir haben nur noch wenig Leben. Shit. Ja, sobald viele geht auf dem Screen sind, delayed meine Maus und Tastatur. Jetzt merke ich, also meine Tastatur halt. Nun habe ich es gemerkt. Ah. Blaues Herz, Dankeschön. Und der Weg ist unten. Yes, richtig. Das war knapp. Springen. Stirb. Da.
Ja, zwei Mods sind doch gar nicht so leicht, irgendwie. Oder doch, eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Und doch, und wir doch, und nee, und doch. Und bla. Jetzt ist es aber der Tod. Schön. Und. Zwei. Howdy doody. Oh, das war knapp. Fliegenfutter, bam bam. Und den Würfel noch einmal voll. Wir gehen noch einmal gucken. Und wir haben hier, glaube ich, vielleicht einen Mega-Secret Room. Hätte ja sein können. Also den Top-Secret Room. Aber nee, das kann ja nicht sein. Das wäre, der ist ja immer nur von einem Raum umschlossen. Ich weiß das. Ja, auch nicht ganz doof. Und wir haben... Ach, goddammit, Leute. Komm, ich nehme dich mit. Ich nehme die Homing-Bombs mit. Nee, Mr. Boom ist das. Oh. Will ich Mr. Boomer jetzt einsetzen? Ja, ich nehme ihn mit, warum nicht? Ich meine, wir gehen jetzt zum Boss und machen den Boss kaputt und dann brauche ich den D6 ja nicht mehr so ganz wirklich, sage ich jetzt mal so ganz spontan. So, lauf, lauf, lauf. Renn, renn, renn. So, Mr. Boomy! Hat fast kein Damage gemacht. Jetzt aber hin. Komm schon. Wir brauchen mehr Damage. Schneller Damage. Hey, ich kann mich notfalls raus teleportieren. Ja, ich bin gegen ihn gelaufen, ne? Jetzt muss es schnell gehen. Jetzt muss es sehr schnell gehen. Komm schon. Yes, es ist tot. Und es ist vollbracht. Haha. Ich kann das gar nicht vorspulen, diese Sequenz. So Leute, wir haben mal wieder die Chest durchbekommen. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, mit E-Pack hätte ich nicht gedacht, dass ich den Run schaffe. Ich habe nur gedacht, E-Pack ist lustig. Mit Brimstone habe ich gedacht, ich würde den Run schaffen, aber naja, die Shotgeschwindigkeit war ja für den Arsch und dementsprechend verkackt. Und jetzt mit dem Knife hat sich alles zum Guten gewendet. Drei Schlüssel-Items im Spiel bekommen, die Spielweise komplett verändern. Dementsprechend, ja... Drei Spielweisen gezeigt. Unglaublich, oder? Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, kommentiert, liken, wie es jetzt beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.